Heute gibt es mal etwas komplett Neues auf meinem Kanal. Die Deutsche Post hat tausende Autos in ihrer Flotte, die regelmäßig ausgetauscht werden. Und genau das haben wir uns genauer angeschaut. Denn wir haben uns ein Ziel gesetzt. Wir wollen einen alten VW T5 Bus kaufen und ihn umbauen in einen funktionalen Handwerkerbus oder Camper. Mit diesem Umbauprojekt möchte ich nicht nur ein Fahrzeug schaffen, das unseren individuellen Bedürfnissen entspricht, sondern euch auch zeigen, was auf euch zukommt, wenn ihr euch ebenso für so ein spannendes Projekt entscheidet. In dieser kleinen Serie erfahrt ihr alles von der Fahrzeugauswahl bis hin zum Um- und Ausbau. Und ja, man könnte auf jeden Fall behaupten, dass ich null Ahnung von Autos habe, deswegen wird das Ganze eine sehr spannende Geschichte. Angefangen hat meine Suche mit der Intention, ein funktionelles Auto zum Materialtransport für das Wohnungsprojekt zu finden und deswegen habe ich auf eBay Kleinanzeigen genau danach gesucht und bin auf postauto-bayern.de gestoßen. Und da ist mir aufgefallen, dass Autos von der Deutschen Post teilweise tausende Euro günstiger angeboten werden als zum Beispiel weiße T5, die nicht bei der Post war. Und genau da bin ich neugierig geworden und habe mich auf den Weg dahin gemacht. Und bekommt das jeder Händler oder sind das bloß ausgewählte? Kann da jeder drauf zugreifen? Es ist so, dass wir die Ersten waren in Deutschland und der Onkel hat 1998 schon angefangen damit. Inzwischen ist es so, dass wir tagtäglich T5 bekommen, auch einige Kette, und das ist immer ein ständiger Wechsel. Also sind das dann alle, die wo ihr da habt, oder habt ihr noch mehr da? Also wir haben hier einen Platz, wir haben drüben auf der anderen Seite einen Platz. Okay. Im Dorf haben wir die verkauften. Also es sind einige Fahrzeuge da und wirklich tagtäglich kommen neue und gehen welche. Und am Montag sind ganz andere Autos da, wie die Woche drauf. Aber werden die dann auch tatsächlich so oft dann wieder abgenommen? Tagtäglich, also egal ob der Handwerker kommt oder der Private ein Wohnmobil draus macht. Ins EU-Ausland, ins Drittland, also wirklich von Rumänien, Ungarn, Kosovo, Albanien, also die gehen wirklich überall hin. Und bei wie viel Kilometer ungefähr werden die dann abgeben von der Post? Das kann man jetzt nicht pauschal sagen, ich sage einmal ganz grob zwischen 50 und 150.000. Der Schnitt wird irgendwo 100 sein und die Autos sind ganz grob zwischen, ich sage einmal, 10 und 12 Jahre alt. Mhm. Okay, also bis 2015er Baujahr werden die jetzt gerade abgeben und dann? Ungefähr, genau. Ungefähr, kann man jetzt nicht so sagen, wenn einmal ein neuerer kommt, dann hat er irgendeinen Schaden gehabt. Der hat er bei uns in der Werkstatt repariert. Einen TÜV haben wir auch dabei. Wie kann das jetzt sein, dass sie so günstig sind? Gibt es da irgendeinen Grund dafür? Na, jetzt nehmen wir mal so einen zum Beispiel. Das Auto ist jetzt halt von 2011. Der wird jetzt dann 13 Jahre alt, hat 126.000 Kilometer drauf und kostet 6.720 netto. Und wenn ich jetzt sowas vergleiche mit einem T5 auf dem freien Markt, der weiß ist, der nicht bei der Post war, der vielleicht 2-3 Marken weniger hat, dann bin ich ungefähr beim Doppelten. Und deswegen sagen die Kunden, nee, ich kaufe lieber so einen, weil bis ich 6.720 Euro nochmal reinbutter, da investiere ich viel. Also da wird er deutlich schöner. Ja, das stimmt. Weil ich habe jetzt auch mal vergleichsweise dann geschaut, was sie so im Weiß kosten. Also nicht so deutlich teurer dann. Ist es wirklich so, dass auch die Farbe eine Rolle spielt dafür, dass die Autos günstiger sind? Definitiv. Brauchen wir nicht drin. Also das gleiche Auto, wenn weiß ist, kostet, sage ich mal, 2.000 Euro mehr. Netto. Wenn man jetzt mal sagt, der wäre jetzt weiß lackiert, gibt es eigentlich so einen Markt dafür, die wo sagen, die kaufen Postautos, die lackieren die und verkaufen die dann teurer weiter oder ist das überhaupt nicht relevant? Also aktuell ist der Markt noch relativ wenig, weil ganz ehrlich lohnt sich es nicht, weil wenn ich sage, so ein Auto gebe ich jetzt offiziell in die Werkstatt oder in eine Lackiererei und sage, einmal komplett lackieren, dann bin ich bei Minimum 4.000 Euro. Ja. Und das lohnt sich nicht. Da Postboten oft alleine unterwegs sind und der Sitz beim Beifahrersitz oft als Ablage für Post oder Pakete genutzt wird, habe ich da auch mal nachgefragt. Da sind ja oft auch mal nur ein Sitz drinnen. Kann man das dann nachrüsten lassen für euch? Die Frage mit den Sitzen ist ganz einfach. Alle T5 und auch die T6 von der Post sind als Dreisitzer eingetragen. Der Gurt ist im Auto. Wir verkaufen auch Doppelsitzbänke und entweder optional kann der Kunde einen Zweisitzer oder einen Dreisitzer wählen. Und wie gesagt, Gurt ist im Auto. Die Eintragung ist da. Das ist ganz einfach. Also ich sag's zu euch genau. Wenn ich jetzt sage, ich nehme den da zum Beispiel, dann macht sie mir dann noch zwei Sitze rein, wenn ich will. Und was kostet es dann extra noch? Man ist ja ganz grob 500 Euro netto, ja. Dann hat er Doppelsitzbank drin. Viele Leute machen auch Wohnmobilzulassung draus. Braucht man dafür eine extra Zulassung? Genau, also die sind jetzt alle als LKW zugelassen, das heißt die Kraftfahrzeugsteuer wird nach der Nutzlast berechnet. Mhm. Das sind bei so einem T5 ca. 150 Euro. Wäre das jetzt kein LKW-Transporter, dann sind wir ungefähr beim Doppelten. Wenn man Wohnmobilzulassung draus machen sollte, dann gehört eine Schlafstelle rein, eine Kochstelle und ca. 60 Liter Stauraum. Der Koffer oder irgendwas hinten drin, ein Regal. Und dann könnt ihr auch die Trennwand rausbauen. Wenn die Trennwand draußen ist, kriegt ihr eine Wohnmobilzulassung. Und dann macht es natürlich Sinn, dass ich einen Einzelsitz reinmache, weil wenn ich jetzt eine Doppelsitzbank einbaue, kann ich halt von vorne nicht mehr nach hinten durchlaufen. Stimmt, und muss immer aussteigen. Ja. Und es sind ja nicht nur T5 und nicht nur Caddy, sondern wenn man andere Fahrzeuge... Ja genau, was für Modelle habt ihr denn alles da? Also jetzt halt angefangen vom Caddy, dann kommen wir zum T5 über. Dann haben wir inzwischen auch einige
Postkoffer da. Ich sag jetzt mal, die was ja, da hinten steht. Die Mercedes steht. Da hinten, genau. Alle, genau. Mercedes Sprinter-Koffer und Iveco Daily-Koffer. Da kommen auch nächste Woche noch 20 Stück. Und E-Autos habt ihr mittlerweile auch schon da, ne? Genau. Da ist jetzt zum Beispiel der Street-Scooter, der ist ganz frisch gekommen, der wird repariert. Ja. Da draußen habe ich einen, der ist heute gekommen, der ist ziemlich schön. Vereinzelt sind dann so Renault Traffic dabei, Opel Vivaro, was haben wir noch, Fiat Scudo. Da ist schon ein bisschen was da, aber wie gesagt, hauptsächlich sind es die T5, weil ein T5 hat einfach einen Bulli-Status und wird immer ein T5 bleiben. Ja, klar, die sind beliebt. Deswegen ist der Hype so groß. Ja. Meinst du, jetzt kommen noch viel mehr Autos von denen jetzt zu euch, weil jetzt einfach viele E-Autos bei der Post eingesetzt werden, dass die ganzen alten Dieselfahrzeuge wegkommen? Ich konnte Oder merkst mal, du das schon? Ich konnte es mir nicht vorstellen, was so mir gesagt wird und wie ich das so jetzt aufgefasst habe. Halten halt die E-Autos nicht, noch ist zu wenig ausgereift im Winter, halten die Batterien nicht lang. Wie gesagt, die Ladezeit mit so einem Auto fahre ich 800 Kilometer, dann fahre ich an Tankstelle und nach 5 Minuten komme ich wieder 800 Kilometer. Beim E-Auto musst du öfter tanken, das ist dann eher wirklich fürs Dorf oder irgendwie sowas, genau, für einen kleinen Bezirk. So aktuell werden nur einige Dieselfahrzeuge verkauft. Ja, ganz ohne geht es wahrscheinlich nicht bei denen. Wo kann man jetzt solche Autos finden, wenn man sich interessiert? Also über eure Website oder? Also entweder bei uns auf der Webseite postauto-bayern.de oder eben bei Mobile, wie gesagt, einfach eingeben T5 ab Baujahr 2010 und dann werden sowieso 80% von den Gelben ausgespuckt oder direkt auf der Webseite und der Fahrzeugbestand wechselt täglich. Und wenn jetzt halt in der Woche nichts dabei war, dann einfach die Woche drauf nochmal kommen. Dann kann man einfach bei euch vorbeikommen unter der Woche, Samstag mit Termin, ne? Inzwischen ist die Anfrage so groß, dass wir jetzt auch jeden Samstag aufmachen von 10 bis 12 Uhr und unter der Woche immer 9 bis 17 Uhr, Freitag bis 13 Uhr. Da einfach vorbeikommen ohne Anmeldung vorher. Und wenn ein Auto taugt, kann man es auch direkt da mitnehmen, wenn man Geld dabei hat. Genau, die Bezahlformalitäten sind relativ egal, entweder per Echtzeitüberweisung in Bar oder mit Karte. Wir haben relativ gute Connections in die Zulassungsstelle, die ist nicht weit. Da können Sie gleich anmelden bzw. eine Kurzzeitkennzeichen machen und dann können Sie nach Hause fahren damit. Für unser Projekt sind jedoch noch andere Sachen wichtig. Da wir einen Gebrauchtwagen kaufen, ist für mich persönlich auch die Ersatzteilversorgung wichtig. Da VW nach dem Umsatz gerechnet der größte Automobilhersteller der Welt ist und nach Zahl der verkauften Fahrzeuge bis 2020 der größte Automobilhersteller war, hat sich diese Frage schon erledigt. Da der T5 dazu noch extremen Kultstatus hat und ein solides Auto ist, gibt es da dementsprechend viele Ersatzteile. Außerdem gibt es riesige Foren im Internet, die fast zu jeder Frage eine Antwort liefern können. Da wir jetzt einiges mehr über die Postautos erfahren haben, haben wir uns auf der 3500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche weiter umgesehen und haben tatsächlich ein Auto gefunden, das meiner Vorstellung entsprochen hat. Wie gesagt, Vorteil bei denen ist, dass halt alle zwei Schiebetüren haben, weil die meisten auf dem freien Markt haben halt keine zwei Schiebetüren. Das ist halt der große Vorteil. Wie gesagt, wenn man Wohnmobil draus macht, definitiv Trennwand raus, Einzelsitz rein mit Drehkonsole, dass ich von vorne nach hinten durchlaufen kann. Wenn es ein Transporter bleiben sollte, dann muss die Trennwand drin bleiben. Weil solange das ein LKW ist, muss die Fahrgastzelle abgetrennt vom Laderaum sein. Wie bekommst du die von der Post eigentlich? Werden die dann ersteigert? Oder? Die werden ersteigert, ganz normal in Pakete zwischen 1 und 50 Autos auf einmal. Ah, okay. Und inzwischen muss man halt auch gut drauf ausgerichtet sein, weil inzwischen haben wir 3 Seekontainer hinten nur mit Teilen. Die Autos dann auch davor oder kriegst du die dann einfach? Nein, das hängt überhaupt nicht. Also da kauft man die Katze im Sack und mal ist eine gute Masche dabei, mal ist ein schlecht. Was macht man mit schlechten Autos dann? Reparieren, alle aufhübschen, reparieren, schlachten, als Teileträger verkaufen, sowohl als auch. Was vielleicht noch wichtig ist, bei den 2 Liter TDI, wartungstechnisch ist der Zahnriemenwechsel bei 180.000 Kilometer fällig. Ansonsten Ölwechsel, je nach Longlife-Öl oder normalen Öl, alle 15.000 oder 30.000 Kilometer. Und gewartet sind es alle. Die Post hat einen Wartungsvertrag mit VW. Inzwischen auch zertifizierte Werkstätten, freie Werkstätten. Und die Post lässt alles warten. Also wenn der Bündel kaputt ist, dann fahren die in die Werkstatt und lassen einen Bündel machen. Genauso wie Ölwechsel, Kundendienst. Das ist halt der Vorteil von denen, dass alle durchgewartet sind. Aber Garantie oder sowas gibt es jetzt nicht, wenn man die kauft? Die Autos werden unter Ausschluss der Gewährleistung verkauft an Gewerbetreibende. Und wie gesagt, der Gewährleistung gibt es bei denen nicht. Ist einfach so. Dafür sind es etwas günstiger. Ich konnte es natürlich gern auch mit einer Gewährleistung verkaufen. Da muss ich den Preis dementsprechend anpassen. Das ist vielleicht noch interessant zu wissen. Das ist nur intern von der Post die Befestigung, wo die Post an eine Kisten drauf hat, wo die ganzen Prüf einsortiert sind. Das sind lediglich 2 Schrauben. Dann kann ich das 1:1 rausnehmen. Mhm. Dann habe ich im Boden, in der Bodengruppe die Löcher für die Sitzbank zum Befestigen oder eben für die Doppelsitzbank. Also Doppelsitz oder Einzelsitz wahlweise. Das ist in 5 Minuten rausgeschraubt. Und dann kommen die Sitze rein. Genau. Gut 6, der ist im Fahrzeug. Und wenn man da seitlich schaut, da kann dann danach der Airbag scharf geschalten werden. Also sobald Sitz drin ist, Airbag auf anmachen. So. Ja.
Nach einer kurzen Probefahrt wusste ich, das ist meiner. So, also wir würden ihn nehmen, so mit Service und Ölwechsel und allem drum und dran. Muss ich ihn dann gleich zahlen oder kann ich ihn überweisen dann? Es ist so, ich brauche halt jetzt halt mein Minimum 500 Euro Anzahlung, ja. Egal ob mit Karte oder in Bar, dass er reserviert ist. Und wenn es mal ein bisschen eine bessere Anzahlung macht, dann kann ich euch gleich die Papiere mitgeben. Aber dann könnt ihr ihn gleich anmelden, dann könnt ihr beim zweiten Mal direkt mit euren Kennzeichen kommen. Was heißt bessere Anzahlung? Jedes andere Autohaus lasst ihn komplett bezahlen, bevor ich die Papiere rausgebe. Also wenn es jetzt halt 2000 Euro Anzahlung macht, dann gebe ich euch gleich Schein und Brief im Original mit. Dann meldet ihr dann daheim an, wenn er angemeldet ist, holt ihr ihn ab. Und die Differenz könnt ihr dann ganz normal überweisen. Dann brauchen die bitte einen Ausweis wegen der Rechnung. Wunderbar. Also überprüft schon mal eure Anschrift bitte. Haben wir den LKW VW T5. Die letzten vier sind immer die vier von der Fahrgestellnummer. Kilometer, Preis inklusive Steuer. Jetzt ist mit dem Service, was wir ausgemacht haben, habe ich euch reingeschrieben. Kundendienst neu. Das haben wir jetzt in zweifacher Ausführung. Bitte jeweils ein Autogramm unten. Jo. Dann können wir jetzt das kleine mit der Kartenzahlung probieren. Den Betrag nochmal kontrollieren. Da sind die Papiere im Original erster Hand von der Deutschen Post. Fahrzeugbrief, dann der TÜV-Bericht, der letzte ohne Menge, das ist Dezember 25. Und es ist sogar noch das COC-Papier dabei. Was ist da drin? Der Fahrzeugschein ist auch im Original da. Ja, passt. Gut, dann vielen Dank und dann sehen wir uns zur Abholung wieder. Ja, passt. Danke. Ciao. Gerne. Für dich. So, ein paar Tage später. Wir holen uns das Postauto ab. Wir haben das Auto zugelassen. Kennzeichen sind auch am Start. Jetzt haben die noch Service gemacht. Da war noch die Federung hinten kaputt. Das haben sie noch austauscht. Und jetzt müsste eigentlich alles passen. Schlüssel haben wir jetzt. Müssen wir nur noch herausfinden, welche unsere ist von den ganzen Autos. Hier sind wir jetzt auf den Hof von den verkauften Autos. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wo unsere steht. Hier nicht. Gucken, ob die alle funktionieren überhaupt. Vielleicht geht's gar nicht. Müssen wir noch hören, oder? Warte, jetzt hab ich was gehört. Ah, da steht er. Erstes Firmenauto. Nice. Dann machen wir mal die Kennzeichen hin. Geld. Ja, spende ich sie von selber zu. Okay, das wird mir. Okay, da ist auch noch so eine Karre mit drinnen. Kostenlos, gab's mit aufs Haus. Schauen wir nochmal durch, ob alles passt. Top. Geil, da habe ich jetzt schon richtig Bock drauf. Wir wollen ihn ja von innen erstmal lackieren selber und dann von außen lackieren lassen von der Lackiererei. Ich glaube, innen, das kriegen wir auch selber hin gut. Und vielleicht hinten dann noch so richtig geile Werkzeug-Einbauten, die man machen kann. Dann kann man sein Werkzeug und das ganze Material verstauen. Also müssen wir uns nochmal überlegen, was wir genau machen wollen. Da ist halt die Rostsicht von ein bisschen, ne? Aber gut, müssen wir abflexen und so weit herrichten, dass der Lackierer das machen kann. Funktioniert alles. Bin ich ein bisschen gerutscht, oder? Und spätestens jetzt solltet ihr wissen, in welchem Auto ich gerade sitze. In der nächsten Folge bekommt ihr einen genaueren Einblick in den Zustand und die Ausstattung meines T5. Und wie wir anfangen, ihm neues Leben einzuhauchen. Bis dahin, weiter fleißig Wohnungsprojekt anschauen und den Kanal kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt bin ich raus. Ciao.